gemeinsam beschlossen. Und wenn ich 4 Wochen nicht mehr hier sein soll, dann müsst ihr euch jetzt mal konzentrieren. Sonst schafft ihr doch auch. Erinnert euch noch mal an die Situation. Deutschland, 1945, im 6. Kriegsjahr. Ihr habt euren Geheimkommandanten, den ihr jetzt gerade entdeckt habt, schaut ihn euch an den Hut herrichten und beratschlagt nun, was mit ihm geschehen soll. Und vergesst nicht, ihr Jungs seid in der Hinterjunge, und die Mädchen auch, in der WDL. Und Fini ist ein überzeugter Nationalsozialist. Und nicht. Es kommt mich an, euch 100-mal zu erklären, dass der Jude angezeigt werden muss. Freunde! Nach deiner Meinung. Da gibt's keine Meinung. Für mich schon. Entweder bin ich ein Jude, dann habe ich Pech gehabt, oder ich bin keiner, und dann muss ich diese minderwertige Rasse bekämpfen, bevor ich selbst von ihr geschändet werde. Geschädigt! Shit. Hallo, was? Sag ruhig, Migi! Weiter! Wenn wir dich anzeigen, ist unser Keller am Arsch. Katze, bitte. Gut, wird unser Keller entdeckt und wir sind unser Pflichtbewusstsein. Das Risiko gehe ich niemals ein. Und dein Pflichtbewusstsein als Hitlerjunge? Wolle. Klasse. Kennst du keine andere Platte? Zu Willi. Kennst du keine andere Platte? Nein. Also, so geht es. Es kotzt mich an euch. 100-mal zu erklären, dass der Jude angezeigt werden muss. Nach Willis Meinung muss der Jude angezeigt werden. Was anderes kommt für Willi gar nicht in Frage. Ich führe dein Spiel überhaupt nicht, sondern deine Führung als dieser Jude. Und dir, Atze, ist der Jude völlig egal. Hier geht es lediglich um die Fressalien. Das sind zwei unterschiedliche Einstellungen, ein und derselben Situation. Begreift das denn nicht? Also, immerhin sind das Situationen, die einigen von euren Eltern jetzt auch passieren können. Ja Mensch, dann tun Sie es doch mit unseren Eltern. Dann können wir den Geschichtsunterricht der Eltern schaffen. Hätte ich nicht dagegen. Also, Herr Böttke, dass wir das Buch Sterne den Himmel gelesen haben, war ja ganz gut. Aber warum wollen wir das auch noch spielen? Alles Vergangenheit-Scheiße und nicht unser Problem. So was denkt doch nur Also, wer Wolle, wer Mädchen den Jungen spielen soll, Wolle das Spiel
Schlaf benutzt. Ich bin jetzt der Willi. Es kommt nicht an, euch hundertmal zu erklären, dass der Jude angezeigt werden muss. Wir können das Thema auch schriftlich abhandeln. Oh, nee, im Leben. Hold up!
Sind nur Lust in dem Stück. Hier, Mensch. Thank you.
Nee, was hast du dazu zu sagen? Ich habe eben bei der Szene etwas ganz anderes mitbekommen. Was hast du denn mitbekommen? Ja, das mit dem Juden. Sie sagen, Jude ist Jude und Türke ist Türke. Und damit ist für Sie die Sache gelaufen. Aufgrund dessen, was hier so geäußert wird, möchte ich euch doch bitten, bitten, dass ihr einen Aufsatz schreibt über die Rolle, die ihr spielt, was ihr an der Figur verändern würdet und was nicht, und sonst stört. Beziehungsweise, ob es Situationen gibt, in denen ihr euch anders verhalten hättet und wenn ja, warum? Aber doch ungerecht. Wir haben eben auch keine Arbeit. Ja, genau, stimmt. Dieser Aufsatz wird euch für den Deutschunterricht angewendet und ist eine Chance für die Note. Oh, danke, Herr. Kommt mal jemand mit ins Broadway? Also der Röpke, weißt du? Ja, was ist mit dem? Oh, das ist ein Arsch. Du kannst vergessen, verstehst du? Nee. Also, wenn es um die Nazi-Zeit geht und in Deutschland, da lässt er mich nie ausreden. Da lässt er meine Meinung ganz links liegen. Da bin ich wieder... Nicht. Ach, vielleicht redest du Unsinn, Junge. Ich? Unsinn? Ja. Hey, Mama, ich habe meine feste Meinung. Und von der lasse ich mich nicht abbringen. Das weißt du doch, oder? Ja, ich weiß. Aber trotzdem. Was trotzdem? In erster Linie sollst du aufpassen. Und dann kannst du dir deine Meinung bilden. Aber ich sagte nur auch, dass du dem Lehrer deine Meinung sagen sollst. Soll ich dem Röpke in den Arsch kriegen? Wer sagt denn sowas? Aufpassen sollst du und die merken, was gesagt wird. Und was der Lehrer sagt, ist richtig, ja. Muss richtig sein, Volle, muss. Sonst wäre er kein Lehrer. Wenn er mir beibringt, dass Leute wie Opa alles Verbrecher waren, dann soll ich das auch tun, ja? Soll ich lernen, dass Opa, der mit dabei war, dass er lügt? Wenn er mir was anderes erzählt, willst du das? Natürlich will ich das nicht. Sollen wir aber alles glauben? Wir sollen lernen, das ganze deutsche Volk mit Dreck zu beschmutzen. Und Dresden? Wo im Februar 1945 die Alliierten an Luftangriffen bald 100.000 Zivilisten ermordeten. Und was mit den Deutschen, die Nachkriegsländer, von den Polen, den Tschechen und den Russen ermordet worden sind. Und Hiroshima, das wird auch angezeigt. 260.000 Tote, von auch die anderen. Siehste. Was heißt hier siehste? Das sind Fakten. Sag ich doch, Mama, sag ich doch. Aber nicht dem Lehrer. Bis auf Willi haben die alle nur auf dem Gehen.
Willi ist aber ein Vollnazi, der mit vollem Bauch ganz schön nach hinten... Willi? Hätten die Kids gut dann gehabt, nämlich den Juden mit einer Wurst auf die Rolle zu schicken, wäre die Show echt nach vorne losgegangen. Die vier hätten eine echt coole Futtergrippe und der Jude wäre wieder auf der Umlaufbahn. Was hast du dazu zu sagen, Katja? Oder wegen von Nummern? Ja, im Zweifelsfall wäre der Jude von der Polizei nicht erschossen worden. Du hast gerade nur einen Türke genommen. Also, ja. Also für mich war das Problem das Fressen im Keller. Der Jude ist jetzt dazugekommen. Mensch, Peter, in dem Moment, wo der Adrian im Keller auftaucht, ist das Fressen doch völlig uninteressant. Weiße, dass ich eben anders. Ja? Also für mich hat Axel doch recht. Aber für mich hat der Jude zumindest am Anfang ganz schön belastet. Ach, zündet euch doch alle alleine aus. Also so geht das nicht. Dann eben Umbau zur Kellerszene. Ja. Und schon mal die Requisiten vor und die Kellertür. Ich muss nochmal zu meinem Auto, ich bin gleich hier. Katja, soll ich den Fotokünstler mal tierisch auf die Eier kloppen, dass sie ihm als Leuchtkugel aus dem Ohr rauskommt? Katja bestätigen. Katja.
in der vorigen Szene Abirami Keller versteht, natürlich. Gut, wie von Anfang an vorhatte Abirami zu helfen, bringt ihn jetzt diese Jacke hier. Und die Teile. Halt mal. Du hoffst, dass ihr beide die Flucht gemeinsam begleitet, bevor die anderen wieder auftauchen. Peter.
10. Abiram und Hansig, Paul und Zink. Auch Abiram und Ruth, die sind natürlich zu verzweifeln. Sind von euch im Keller überrascht worden. Ruth, die von Anfang an vorhatte, Abiram zu helfen, bringt jetzt diese Jacke. Wo ist die? Ruth, du bist weggelaufen. Komm ab. Meti, wo bist du? Meti, du hast in der Zwischenzeit die Jacke in den Korb oder unter den Korb versteckt, die so die Pfeile. Meti, du sitzt immer noch in der Grille wie zuvor. Das kommt mit großer Angst. Ja, bitte, meine Herren, die Plätze! Und riech! Abiram Rotha. Wo kommst du her? Aus dem KZ. Der deutsche Straflager. Meine Konzentrationslager. Wo sind deine Eltern? Vergas. Wie geht das? Wer soll denn sowas machen? Kannst du das beweisen? Erzähl mal, wie das geht mit den Vergasen. Beim Duschen. Da kommt es aus dem Raum. Und dann sterben wir alle. Lüge, alles Lüge. Wer soll denn sowas machen? Und warum bist du denn da nicht tot? Ich konnte fliehen. Ein Spion, Herr! Jawohl! Ein dreckiger Spion! Nicht ein Spion! Und wie ist dann die Uniformjacke hergekommen, Herr? Ich hab keine Weile eingeschlossen! Na los, sag du dir jetzt! Das Mädchen! Ach, die! Ach komm, jetzt spiel dich nicht so auf! Langsam begreife ich euch! Ja! Idiot! Ihr steckt mit dem Saujun unter einer Decke! Oh, das stimmt nicht! Verräter! Alles zusammen, dreckiger Verräter! Ah! Ich lasse euch alle einsperren! Mann, schließ auf! Mensch, schließ auf, damit die Sachen in Ordnung kommen! Das kann nicht sein! Du willst uns richtig anzeigen? Kann er das? Das kann er! Leck! Sehr gut! Erstmal, das ist gut, dass ihr begreift, was... Na, das ist aber fein, wa? Das geht mir auch. Also, was tust du? Ich muss euch sagen, dass ihr alle ist. Ja, Ausländer-Demo! Nein, der Mädchen... Na, auf, Matze! Der Mädchen muss zurück und zu frei. Atze, mir fällt ein Stein vom Herzen. Aber er will nicht. Kann man denn da nichts machen? Hast du die Pfanne heiß? Lass ihn abhauen. Nee, wie stimmt das? Das sagen meine Eltern. Dass ich mit muss. Und machen wir das unterm Stück? Oh Mensch, Stück, was interessiert mich denn das? Hör mal, warum hast du denn nichts gesagt? Ich denke, wir stehen unter Geschäftsverbindung. Ja. Hast du ihn eben ausgeprägt? Stück, ja. Ohne Einverständnis seiner Eltern gegen den Willen der Behörde. Das klingt ja mehr als aussichtslos. Da wirst du dich wieder abfinden müssen, ob du willst oder nicht. Warum sagen die ihm das so? Noch ist er nicht weg, wa? Ja, noch ist er nicht weg. Aber gegen Ausländerbestimmungen und gegen deinen Vater, das ist nicht so schnell. Aber wir können doch die abholen und deswegen nicht warten. Das ist ja nun nicht gerade mein Problem. Doch, das könnten wir. Aber dann müssten wir ja jetzt jeden Tag gucken. Das alles wegen dem Kanacken? Für heute ist jedenfalls erstmal Schluss. Oder machen wir das weiter? Meinst du denn, dass du es schaffst, dann jeden Tag zur Gruppe zu kommen? Ja, warum denn nicht? Ob er beim Kofferraum zusieht oder hier Theater mitspielt, das ist doch wohl egal. Ja. Der kommt noch mit dem Korb, ne? Ja, ja. Und du mit ihm? Ich ins Broadway? Ja, nicht. Wer nicht? Hat wer wohl nicht zugestimmt, oder? Ich setze mich doch nicht mit dem Türken ins Broadway. Dann bleibst du eben hier. Oder wer?
über diese ekelhafte Fotomontage verloren habe. Ich fand das ziemlich mies. Und Katja übrigens auch. Und von mir immer ganz zu schweigen. Weißt du mal, Kollege, was geht denn der mit an? Ja, genau das wirst du wohl noch lernen müssen. Versetz dich doch mal in dein Schicksal. Wie komme ich dazu? Bin ich ein Türke? Nein, Junge, das bist du sicherlich nicht. Aber die Rolle, die du spielst, das bist du doch auch nicht. Ich meine, den Willi. Nein, ich meine den Wolle. Warum hältst du dich eigentlich so fest in deiner Einstellung zu Medien? Ich habe meine Meinung. Basta. Dann lass uns doch mal darüber reden. Meine Meinung ändern, ja. Vielleicht bei mir. Es muss ja nicht jetzt sein. Dein Blöd, ey. Das
Cash natürlich. Und über den Rest sehen wir später. Hab ich nicht. Ich gebe fast alles zur Haut ab. Ach, mir kommen die Tränen. Wenn sie dir mal kämen, wenn. Also nur keine falschen Vorurteile, Mutter. Ich ernähre selber. Mit Annette. Hallo. Hallo. Na? Also pass auf, ich mache dir ein Angebot. Der Atze managt das alles mit dem Ausländeramt und solange leih ich dir meine Klamotten und hinterher machen wir dann 50-50. Halleluja, durch dein Gott. Hallo. Hallo, großer Bruder. Was sagen deine Mamis und Papis aus deiner WG? Ist unser Mädchen noch zu retten? Auf die Schnelle ist die Aufenthaltsverlängerung nicht durchzuziehen. Hä? Und wann fahren deine Eltern, Mädchen? In 3 Tagen. In 3 Tagen? Ach du Scheiße! Aber wenn Mädchen erstmal in der Türkei, dann kann er nicht zurück. Keine Chance. Logo. Außerdem braucht er das Einverständnis von seinem Alten. Hast du das denn? Wenn mein Vater weiß, wo ich wohne, mit der Aufenthaltsgenehmigung, das ist okay. Hat er nichts dagegen? Ja, kann er dort wohnen? Eben nicht. Kein Platz. Also wenn noch nicht mal in einer WG Platz für einen armen Türken ist, dann hat sich echt Aschen drüber bestellt. Tut mir leid. Echt schade. Aber dein Mann hat dir mein Alter helfen. Aber warum gehen denn deine Eltern jetzt zurück? Verstehe ich nicht. Können die nicht warten, bis du mit der Schule fertig bist? Na, wegen den Anschlägen auf Ausländern. Hä, warum das? Hä, warum das? Liest du keine Zeitung? Oder guckst du mal ins Fernsehen? Mensch, wenn der Mädchen noch länger hier bleibt, wird er entweder von so einem Skinhead platt gemacht oder kriegt von so einem wie Wolle ein Messer am Hals gedrückt. Mann, bist du komisch. Ist das denn wirklich so schlimm? Neulich wurde mein Vater von so einer scheiß Type mit einem Messer angemacht. Seitdem steht fest, dass wir zurückfahren müssen. Echt? Der sieht wirklich an. Mein Vater hat totale Angst. Er will so schnell wie möglich raus hier. Und mit so einem Wolle fängt er es richtig an. Ach, Wolle ist doch gar nicht so schlimm. Jetzt noch nicht. Aber wenn der ja erstmal 18 ist, ja. Bestimmt, danke schön. Aber wenn ich wieder zurück nach Österreich müsste, und weil einfach blöd ist, ging natürlich vor Jahren. Das ist doch bescheuert, was ich doch hier zu Hause bin. Mann, du musst dir klar machen, die ist genauso lange hier wie Mädchen. Ja Mensch, da müssen wir den Mädchen doch helfen. Sag ich doch. Sagst du doch helfen? Na dann hilf doch. Du mit deiner linken WG-Scheiße reißt immer wieder das Maul auf. Aber wenn du auf Anfang deine tote Hose zogen, du Mensch. Ich weiß dafür. Es geht mir ja nur ums Wohnen, damit ich für den Antrag eine Adresse angeben kann. Das Geld verdiene ich mir auf dem Bruder. Herr Peter? Also Mädchen, mein Angebot steht. Ich kann jetzt mal fragen, aber viel davon habe ich nicht. Aber ich. Ja, meine Mutti ist nicht so und bleibt mir auf. Die arbeitet sowieso im Kaufhaus mit einer schönen Kindheit. Die war auch schon mal aus dem Kaffee. Stark. Also, du packst und du auch. Und kein Wort zu Wolle. Klar, morgen sagen wir Bescheid. Genau. Und wir beide Brandy jetzt kommen. Yeah. Oh, ja. Das war wieder der Fall. Das war der Muss. Ja. Leider. Na gut, aber du kannst doch schon gar nichts beweisen. Das brauche ich doch gar nicht.
mir auf Zukunft. Was anderes läuft da nicht. Und wenn Sie sich schon über die deutsche Vergangenheit auslösen müssen, dann sollen Sie sich anhören, was mein Großvater zu sagen hat. Der nämlich war ein Held. Er erzählt dir alles, bis ins kleinste Detail, was Sache war. Der gibt sogar zu, was die Deutschen mit den Partisanen gemacht haben. Klar war Mord und Totschlag. Aber Recht und Ordnung gibt es ja nicht umsonst. Die Alten sind dafür in den Krieg gezogen. Sie haben gegen die Kommunisten und gegen die Juden für ihr Volk und für ihr Vaterland gekämpft. Das ist ein Standpunkt. Das ist ein echt tierisch ernster Vorsatz. Muss ja nicht gleich Krieg sein, wie früher. Erstmal kleiner. Mit Mädchen zum Beispiel. Wieso? Was hat das mit Mädchen zu tun? Er ist kein Deutscher. Also unterliegt der fremden Gesetzbestimmung. Also bei Arbeitslosigkeit, Kanaken, raus. Ja, aber ist es doch echt blöd, dass der Mädchen zurück muss, nur weil sein Vater arbeitslos ist. Du Quatsch, dem Patze jeden Scheißdreck nach. Quatsch, die glauben das alle. Wir wollen ihn sogar helfen. Und wie wollt ihr das machen? Naja, ihr könnt das mit einem Verlust holen. Klar, das wäre illegal. Oh Scheiße, stimmt gar nicht. Habe ich bloß nur so gesagt. Mist, ich muss nach Hause, das Essen teilt mein Vater. Stopp, Dauer. Tschüss. Damit hat sich die Ausgangslage entschieden.
dass ich mitkomme. Ach, dein Vater, mit dem reden wir. Der wird das schon einsehen. Du kennst meinen Vater nicht. Okay.
Ja, genau. Und Sie? Ja, Entschuldigung, ich stehe ja auch. Wo ist der Jude? Was für ein Jude? Von was redet er denn? Ich warne euch. Wo ist der Jude? Lass uns doch entfliehen, Willi. Wenn ihr die Wahrheit sagt, geht alles in Ordnung. Heil Hitler! Heil Hitler! Jawohl, Antek. Willi hat sich seiner Pflichten als Hinterjunge besonnen und hat Meldung gemacht. Nicht nur, dass ihr euch einen deutschen Allgemeinen vergangen habt. Ihr habt auch einen Juden versteckt. Stimmt's? Nein! Herr Röpke, kann ich Sie bitte einen Augenblick sprechen? Auf Hitler. Mann, weg mit meiner besten Nummer! Also, Sie sind gar nicht so schlecht als Schauspieler. Aber wie viele unserer Schüler davon profitieren, das ist eine andere Sache. Sie haben einen Türken in Ihrer AG? Ja, den nehmen Sie dabei, dann fliegen ein paar Tage wieder zurück in die Türkei. Ist er da? Nein, der soll krank sein. So, was ihn allerdings nicht davon abgehalten hat, einen anderen Schüler mit einem Messer zu bedrohen und ihm ein Hakenkreuz auf die Stirn zu malen. Ach was, ich bitte Sie. Ich verbürge mich für den Mieten. So etwas würde er wirklich niemals tun. Sie verbürgen sich für ihn? Sind Sie auch bereit, Ihren Schüler einen illegalen Aufenthalt zu verschaffen? Wie kommen Sie denn auf sowas? Ich, als Direktorin dieser Schule, habe meine Informationen. Allerdings habe ich bis jetzt keine Beweise. Sollte sich aber mein Verdacht gegen Sie bestätigen und an den, sagen wir mal, Gerüchten etwas dran sein, sehe ich mich gezwungen, Ihre dienstliche Beurteilung für Ihr Examen entsprechend einzustufen. Sie wissen, was das bedeutet? Sie werden nun wohl auf die Anschuldigungen eines Schülers mit starker neonazistischer Tendenz nicht hereinfallen. Ich pflege auf keinerlei Tendenz hereinzufallen, Herr Röpke. Ich spiele diese Szene noch einmal, ist das klar? Nicht! Wo ist der Jude? Was für ein Jude? Von was redet er denn? Ich warne euch. Wo ist der Jude? Lass uns doch in Frieden, Willi. Wenn ihr die Wahrheit sagt, geht alles in Ordnung. Aber wieso denn? Ist doch alles in Ordnung. Oder warst du etwa beim Rektor? Jawohl. Willi hat sich seiner Pflichten als Hinterjunge besonnen und hat Meldung gemacht. Nicht nur, dass ihr euch einen deutschen Allgemeinen vergangen habt. Ihr habt auch einen Juden versteckt, stimmt's? Nein! Einen schmierigen Bastard! Ein Untermensch! Niedrigster Qualität! Ein Judenschwein, der zu einer deutschen Wehrmachtuniform dient, um ungestört Sabotagedienst betreiben zu können! Wie hat doch gelogen, Herr Rektor! Unsinn. Der Willi hat überhaupt gar keinen Grund zu lügen, oder? Seine Freunde zu verdächtigen, wenn da nicht etwas Wahres dran ist. Ich gebe euch noch 5 Minuten Bedenkzeit. Bedenkzeit für wen? Für dich, Wolle. Erstens Willi und zweitens gilt die Bedenkzeit den anderen. Irrtum, Wolle. Großer Irrtum. Er hat gefragt, wer ihr seid. Wir sind Metis Freunde. Das
wunderbarer Charity-Tier. Ihr seid Freunde von mir, Tim. Seid wann? Wir gehen auch mit Mädchen in die Schule. Und in der Armee sind wir auch zusammen. Ja, und außerdem machen der Mädchen, ich und der Mädchen machen den ja. Gut aus. Den hier. So. Aber du bist noch niemals hier gewesen. Und die anderen auch nicht. Und Mädchen, war er schon einmal Gast bei einem von euch? Bei dir oder bei dir? Na also. Das sehen Sie nicht richtig, Herr. Ja. Herr Herzmann, wir anderen besuchen uns auch nicht. Das ist nicht so üblich. Ist nicht so üblich. Das ist richtig. Deutsche Freundschaft ist nicht so üblich wie türkische Freundschaft. Mein Sohn ist Türke. Ihr seid Deutsche. Was wollt ihr? Ganz einfach, Herr Özkan. Er soll hier bleiben. Warum? Ja, weil er will. Weil er hier die Schule angefangen hat und sie auch nicht zu Ende machen will. Weil jetzt hier seine Heimat ist. Mein Sohn ist Türke. Und seine Heimat ist bei seiner Familie. Oder bist du kein Türke mehr mit ihm? Natürlich bin ich der Papa, aber ich bin auch in Deutschland zu Hause. Jetzt sag ich euch mal was, euch allen zusammen. Wenn Mädchen hier bleibt, was wird dann sein? Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Alkohol, Rauschgift, Hippie. Weil die Zeiten sind jetzt schlecht hier in Deutschland. Ich bin als junger Mann hierher gekommen. Ich habe Deutschland meine Kraft und meine Muskeln gegeben. Und jetzt? Jetzt soll ich gehen. Kanaken raus. Das soll Mädchen nicht passieren. Aber das stimmt nicht. Der Mädchen ist gut in der Schule. Der macht einen qualifizierten Abschluss. Vielleicht kann er sogar sein Abitur machen. Seine Familie braucht Mädchen. Seine Schwester und seine Mutter braucht ihn. Er ist mein Sohn und gehört dahin, wo wir ein neues Leben beginnen. Aber kann er denn nicht für sich selbst entscheiden? Hat er denn gar keine Rechte für sich? Das wird er haben, wenn er gegründet hat, eigene Familie. Mag ja alles richtig sein, was ihr da sagt. Ich selbst habe es schon 100 Mal gehört. Mädchen hat es mir selbst gesagt. Aber so einfach ist das nun einmal nicht. Ohne Erwachsene kann er nicht hierbleiben. Er braucht Unterschrift für Unterhalt und Behörde. Und die habt ihr nicht. Und wer würde sich schon einen türkischen Jungen in seine Wohnung nehmen? Eure Eltern vielleicht. Wie nicht? Wer aber dann? Unser Lehrer. Der Rome Buch? Ja, wir haben das mit ihm abgesprochen, bevor wir zu Ihnen gekommen sind. Und warum ist er dann nicht hier? Verhindert. Weil er noch seiner Konkurrenz. Genau. Er kommt noch bei Ihnen vorbei. Das verspreche ich Ihnen. Ja, er ruft Sie an. Später natürlich. Ja, ich weiß das. Und Katja weiß es auch. Ja, ich auch. Na los, und gerade bin ich nur weg alleine, bitte! Senden Sie mal um zu mir, den Erre ja ich mal dumme, probieren wir nicht sehen. Aber wo bin ich nicht, ich war lieb, Baba! Ich glaube, es geht um sein Leben. Ich bin ja nicht doof. Aber unheimlich einfallsreich. Woher denn die gute
Schauspielerin. Also eigentlich wollte ich nur Cola. Da kann man ja gar nicht mehr mitdenken. Auf jeden Fall Cola und Limon. Ja. Also beides. Ja. Ja. Also, was gibt's? Spezi! Ah. Man muss es schon durchhalten. Denn erstmal der Anfahrtsstil.
Wenn, das nützt mir nichts. Ohne eine Person, die für mich bürgt, mir eine Wohnung gibt, kann überhaupt gar kein anderer gestellt werden. Vielleicht verlegt sich das der Rektor doch auch nochmal anlaufen. Ja, hat doch Schiss. Außerdem glaubt er dann, dass ich ihm auf der Hose liegen werde. Wir sind doch schließlich auch noch da. Von uns lässt sich keiner hängen. Zum Beispiel, als vorher behauptet hat, du hättest ihm das Hakenkreuz auf die Stirn gemalt. Das hat keiner von uns geglaubt. Ach ja, hab ich aber. Echt? Dem hier habe ich ihm Angst gemacht und dann habe ich ihm auf die Stirn gemalt. Aber warum denn? Siehst du, du verstehst es auch nicht. Das hätte ich ehrlich nicht von mir gedacht. Und warum nicht? Weil so eine Wolle das Recht hat, mich permanent zu beleidigen? Ich bin doch bei euch nichts anderes als der Jude im Stück, der froh sein darf, wenn ihm geholfen wird. Aber ihr seid ja für mich da. Mensch, seid ihr gut. Kümmert euch doch richtig um arme Mädchen. Wir sind auch noch Mensch. Verstehst du jetzt nicht nur Türke? Das weiß ich doch. Und warum, woran soll ich das merken? Mensch, mach das noch mal. Komm nicht mal. Das noch? Mensch, Mädchen, wir haben es ja so gemacht.
Herr Bonner. Und ich habe mich gestellt. Jetzt seid ihr hier. Weil du den nicht beim Rock bewohnen kannst. Ja. Ja, den Angraben, die ganze Brüste, das hat nämlich meine Mutter erledigt. Angeber. Die hat ihn auch hier gefunden. Köpfchen, Verstehst du? Und natürlich Beziehung. Und was hast du selbst gemacht, wie ich zum Beispiel? Das ist doch mal jetzt egal, oder? Finde ich auch. Freust du dich, Michi? Ja. Aber wie lange, Herr Rücke? Lange darf ich hier bleiben. Es geht schon. Hat die Mutter von uns geholfen? Bevor ihr euch hier selbst vorbeiräuchert, müssen wir das Mädchen erstmal ein bisschen näher erläutern. Mädchen, wir haben tatsächlich in nur 2 Tagen deine Aufenthaltsverlängerung beantragt. Und du wirst wirklich bei mir wohnen. Ist das nicht nett? Das letzte, was wir von Willi wissen, ist, dass er den Jungen nicht auf den Fersen ist.
die er aber nicht findet, um ihn anzuzeigen. Aber kein Erfolg. Thank you.
das muss man. Ich glaube, das reicht erstmal. Los, Rolle, steh auf! Herr Lumpke? Was ist, Rolle? Kann ich mal mit Ihnen reden? Über was? Sie wollen doch mal mit mir über Medien sprechen. Na klar, Rolle. Gleich nach der Schule in Bonn. Thank you.